Hallöchen, hier sind wieder Millie und Ralle. Hallöchen, hier sind wieder Ralle und Millie. So wär's richtig rum, ne? Du hast recht. Wir sind Tunnel unten, oder? Ja. Ja. Links können super viele spawnen, ne? Mhm, im Dorf links. Selbst ja. Über uns links kann schon wer spawnen. Ja, so dicht sitzen wir uns, glaube ich, nicht zusammen. Müssen wir hier irgendwas? Ja, im Dorf müssen wir was machen, ne? Wir beide. Kult markieren. Ne, hast du da nicht Hell's Resort, dieses Hell's-Ding markieren? Ja, genau. Oh, da muss ich auch hin. Mal ein bisschen Ausschau halten. Müssen wir das rechte Dorf, ne? Mhm. Vor uns können wir auch direkt welche spawnen. Das ist echt undankbar. Dann haben wir aber Luft. Dann ist erstmal eine Menge Luft. Freier können wir uns ja auch nicht bewegen, ne? Nee, ne? Aber man kann von hier oben gut runter gucken. Und dann hinten zu dem anderen Dorf, ne? Ja genau, das hinten auf der Rückseite. Gehen wir rechts rum hier. Ja. Wir sind natürlich an einer super weit entfernten Ecke von deinen Schüsseln. Ja gut, dann sind die jetzt nicht dran. Wenn wir das hier machen und dann noch Resort, dann sind wir auch schon gut dabei, also. Ja. Ja, ich müsste halt trotzdem noch Resort und Pier, ne? Musst du das auch in einem Run machen? In einem Run, ja. Okay. Na gut, Pier ist nochmal so eine Challenge. Resort nochmal markieren. Ich hoffe, ich finde da dieses Hates-Ding jetzt. Ich hoffe, das ist da an der gleichen Stelle. Ja. Stell mal auf Auto. Ich kann das nicht. Ah, da. Links rum, hinten durchs Tor, links. Ja, geht nicht das. Wollte ich mal Metall laufen. Achso. So, hier ist das Ding, glaube ich, oder? Ja. 14 Sekunden. Du musst hier auch am Tisch markieren, glaube ich, wo ich bin. Ich muss, glaube ich, hier vorne hin. Ich muss noch nichts markieren. Ich habe erst noch die andere Aufgabe. Ach so. Ach, wo ist der denn? Kollegen? Wo sind denn die Kollegen? Ich dachte, du hast schon die, wo du hier den Tisch markern musst, wie ich. Nee, so weit bin ich noch nicht mal. Okay. Kollegen müsste eigentlich hier sein, aber es zählt gerade noch nichts. Ach, die liegen hier hinten, glaube ich. Ja, jetzt hat Kollegen gezählt. Resort oder erst zum Pier? Das, was du da gerade gemacht hast, ich glaube, das hatte ich noch nicht. Ich muss Kollegen markieren. Kann das sein, dass du weiter bist als ich? Hast du den Tisch da schon mal gemacht? Nee, ne? Nee, den Tisch habe ich da vorne? Nicht. Nee. Weil den habe ich jetzt schon. Das habe ich schon zweimal gemacht. Ist eigentlich ärgerlich, ne? Man könnte das alles so schön verbinden, ey. Wolltest du den Resort oder machen wir erst zum Pier? Ach, Resort können wir auch am Ende, ne? Mhm. Aber das wäre ärgerlich, wenn wir Resort überleben und dann Pier nicht mehr. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, ob das eine Quest ist. Schon.
Ja, genau. Und da muss ich am Resort noch markieren. Wenn wir Skeff sehen, 5 Stück bräuchte ich noch. Falls wir, also wenn du nicht direkt vor ihm stehst. Ja, links könnten wieder von der Berggruppe auf die, könnten die wieder auf uns schießen. Wir gehen einfach wieder zur Straße runter und dann halten wir uns links, ja? Okay. Ich finde, wir stehen hier ziemlich offen, ey. Uiuiuiuiui. Lauf mal einen Meter. Ja, das Training. Das Spiel wirkt so friedlich, wenn man sich die Natur anguckt, das schöne Wetter. Finde ich. Ja, finde ich auch. Übrigens, wenn euch Tarkov gefällt und ihr Bock habt, davon noch mehr zu sehen, dann lasst gerne ein Abo da. Und verpasst da keine Folgen mehr. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr auch eine Info, wenn ich live gehe mit Ralle. Wir machen extra Folgen, nur für Naturfreunde. Ja. Unser Haupthobby hat was mit Vögeln zu tun. Sind wir Ornithologen? Was, wie kommst du jetzt auf Vogelkunde? Wenn euch das Video nachher gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da. Das unterstützt den Kanal, damit es noch mehr Leute sehen können. Vielen lieben Dank dafür. Aber irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Weil es zu ruhig ist auf der Map irgendwie, ne? Zu ruhig ist, ja. Und ja, ich weiß, ich habe hinten meine Abdeckung über der Feder vergessen an der AK, was ziemlich schade ist. Das spart Gewicht. Genau. Deswegen habe ich ein 95 Schussmagazin unten dran hängen. Das gleicht das wieder aus. Vor oder hinter der Tankstelle lang? Links hinter der Tankstelle, oder? Da willst du vielleicht noch durchgehen. Ich guck mal gerade hinten Richtung Sanitar, warte mal kurz. Ich hab keinen gesehen. Ist hier vorne lang. Na gut. Läufst du? Ja, ich bin kurz über den Zaun gehüpft. Oh, das ist genau die Lenkrichtung. Wo schießt denn da wohl jemand? Links weit hinten? Ich weiß es nicht. Bleibt ihr ruhig hier. Ich habe Entdeckung in die Tanke. Oder soll ich jetzt auch hinterher kommen? Wir müssen ja eh weiter, ne? Ich nehme. Bitte? Du gehst zum Pier? Guck mal, wie mein Quest angezählt hat. Ja. Wo ist die denn jetzt schon wieder hin? Ja. Ich verstecke mich an der Tankstelle.
hinten? Hinter der Tankstelle. Wolltest du links vom Wasser? Zum Resort hoch? Ach so. Oh, hier wird geschossen. Ich weiß noch nicht von wo. Von mir aus gesehen links hoch. Das gefährde ich auch. Könnte der Sniper-Scav sein, ne? Theoretisch ja. Ich höre hier irgendwo Schüsse einschlagen. Bei mir, ja. Bist du auf meiner Seite oder auf deiner noch? Auf der anderen? Ich bin auf der linken. Auf der, okay, auf der Tanke. Ja, okay. Okay, ich bin hinter der Tankstelle, genau links von der Tankstelle. Bin am Zaun hinter der Tankstelle. Ah, ich guck noch einmal, ob ich irgendwas sehe. Ich bin im Busch. Ich sehe aber so nichts. Glaubst du, der Sniper-Scav kann hierher schießen? Wo wäre der denn? Der wäre ja sonst oben auf, ja, theoretisch. So weit weg ist es nicht, oder? Kurz aussitzen. Über die Tankstelle kommen auch alle anderen Spieler irgendwann, ne? Ja. Also ich halte die Posi für gefährlich. Oder wir gehen wirklich hoch am Kanal und holen uns den. Das könnte echt, ja. Links von uns sind Schüsse. Ich höre nichts. Rechts von uns, meine ich. Dann bin ich noch weiter weg als du, okay. Kommt das Flugzeug? Ja. Ich glaube, es war der Sniper-Scav. Ich sehe ihn aber nicht. Es könnte sein, dass der geschossen hat. Schuss gesehen da unten. Ja. Muss meine Ausdauer regenerieren. Aber auf alle Fälle ein Spieler. Und an der Straße Richtung Pier, ne? Ja. Ja, okay, dann habe ich da die Zündungs. Weiter. Oh, auf mich wird geschossen. Ich höre nichts. Da läuft der. Der läuft an der Straße lang. Vielleicht zum Pier, vielleicht kommt er hier hoch. Bin jetzt an der Tankstelle direkt. Ja, vorne an der Tankstelle war einer. Ich hocke in der Ecke hinter der Tankstelle. Direkt an der Mauer. Der könnte zum Pier gegangen sein. Oh scheiße, Scav bei mir. Ich bin down. Fuck. Das war, der hat aber Englisch gesprochen. Ja, ne? Das war, glaube ich, ein Boss. Oh man, Shoreline killt mich immer mit dieser scheiß Mission. Ich war direkt hinten an der Mauer, da war der Scav. Englischsprachig. Bei mir hat noch ein Russe gesprochen. Bird Eye. Bird Eye ist von dem Boss. Ja, er redet Englisch. Oh Menno.
Eigentlich will ich mich mit dem gar nicht anlegen. Da wo du liegst, findet doch keiner deine Klamotten, oder? Nee, glaube ich nicht. Ja, und da vorne ist der Sniper. Ja, ja, habe ich gesehen. Ich gehe erstmal hier in Deckung. Dass mich dieser Boss holen muss. Wir waren viel zu lange da. Oh, 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 oh. Das war, glaube ich, auch der, den ich gesehen habe. Sniper-Scaff, oder? Ja, ich glaube. Ich glaube, der Sniper. Ey, mal kommst du da so hoch zum Usor und mal nicht, ne? Wo ist er denn, der Kacker? I'm empty, shit! Wie oft ich die noch... Ja, genau. Spieler, nein. Oder war das der? Das war, glaube ich, der... Der Boss-Typ. Wo ist denn der Sniper da hinten? Da steht er. Meine Fresse, wieso hat der Erste nicht gesessen, sag mal. Oh nein. Was? Falsche Taste. Was hast du gemacht? Auf die Axt gewechselt, statt auf Autofeuer umzustellen. V statt B. Oh, hier kommt noch einer. Hab ich ihn? Keine Ahnung, ich habe den Ton noch nicht an. Ich weiß nicht. Jawohl, ja. Alter. Ja, geil. Spieler? Nee, einer von den Bossen, ja. Ja. Ja, nice. Das Headset. Das hab ich schon. Teuer. Passt nicht mehr, egal. Granatwerfer. Dann siehst du, dass du gleich rauskommst. Ja, ja, wo kann ich denn am besten raus? Lighthouse. Shoreline hoch, okay. Wieso da die Richtung, ne? Und dann müsstest du links am Resort vorbei. Genau. Pass auf, da sind noch Scaffs, ne? Ja, ja. Kann überall noch was los sein. Bin ein bisschen schwer. Das ist okay. Da stehst du durch. Ich
Wie läuft man jetzt am geschicktesten, ey? Leuchtet da die Kiste oder was ist das Rote gewesen links? Nee, ist einfach Reklame, sorry. Das wäre es jetzt auch noch gewesen. An dem Dorf vorbei und dann einfach nach Norden. Hm. Was sagst du? Ich krieg meine Dinger niemals markiert. Ich hoffe, ich spawn auch das nächste Mal auf der anderen Seite. Ja, die Seite finde ich auch nicht so geil, wenn man links spawnt. Nein, im Dorf ist wirklich die Kiste gewesen, ne? Der rote Rauch war da. Da hinten. Ja. Wolltest du da noch hin? Alter Scheiße. Gierig geht die Welt zugrunde, Leute, aber wir machen das ja. Ich hab einen großen Rucksack. Ja, so viel Platz ist gar nicht mehr, ne? Ich habe die ganzen Granaten mitgenommen für den Granatwerfer. Meine AK ja. Ist versichert, die könnte ich noch wegschmeißen, ne? Wolltest du da reingucken oder wolltest du nicht reingucken? Ich ärgere mich nachher nur, ne? Ja. Du kannst deine Sachen jetzt rausziehen, eigentlich, ne? Ich will zusehen, dass du rauskommst. Komm, wir machen es für die Zuschauer und die würden zumindest gerne mal wissen, was drin ist. Hallo? Oh, ich werde beschossen. Das war so eine geile Falle. Oh, nein. Oh, im Haus war er. Das war so eine geile Falle. Oh, der hockte im Haus und hat nur gewartet. Der freut sich jetzt richtig über den Loot, Alter. Aber hätte der nicht auch auf mich, der hat doch nur gewartet, ob ich hingehe, oder? Der hat mich doch vorher schon gehört. Mhm. Also der hätte eh geschossen, bin ich mir fast sicher. Nee, Bird Eye. Das ist derselbe Typ, der mich getötet hat, der Boss. Das ist der scheiß Boss. Na gut, dann habe ich Hoffnung, dass er meine Sachen... Big Pipe Boss, den habe ich getötet. Ja, ein Sniper und zwei Scavs. Oh. Auf ein neues. Übel, übel. Aber hey, ein Boss-Kill. Gibt immer schön EP. Schade, die Sachen hätte ich gern mit rausgenommen. Der Granatwerfer war witzig. Damit wäre ich gern mal irgendwo auf Factory gespawnt. Ja. Oh. Schön, schön, schön. Jetzt richtig für Radau gesorgt. Okay, meine Lieben, dann machen wir ein ganz kurzes Päuschen und sehen uns gleich in der nächsten Runde. Bis gleich. Da sind wir wieder. Immer noch auf Shoreline oder schon wieder? Oder wie? Ah, hier sind wir. Wir haben guten Spawn. Ja, wir können direkt übers Dings gehen, aber da müssen wir vorsichtig sein. Rechts über uns könnte noch wer spawnen, ne? Genau so ist es. Aber das machen die nicht, oder? Ist das so? Also so direkt neben einem stehend, oder? Boah, das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ja, also da hinten in der Ecke jetzt, das wäre doch übel. Warte mal ganz kurz, ich will einmal das Spiel ein bisschen lauter machen und dich ein bisschen leiser, das hat nichts mit dir zu tun. Ich will dich mal ausblenden, du nervst. Damit ich noch ein bisschen mehr höre. Ja. Deine Lautstärke ist auf jeden Fall jetzt gut. Meine Schwester sagte, beim letzten Video warst du sehr leise. Ja, ich hab's ja auch schon gesagt. Achso, ich wollte nochmal gucken, wie viel. Hast du die Aufnahme gestartet? Ja, habe ich. Wie viel. Ich brauche immer noch 5 Scavs. Warum? Ich habe doch mit der AKM eben Scavs getötet. Ah. Na gut. Also da vorne ist die Antenne. Was ja prinzipiell gut ist. Also gehen wir direkt zur Antenne. Ja. Ich könnte damit leben. Sniper ist nicht da.
ist sie denn nun? Da hinterm Wald. Vor uns. Hinter die großen Bäume. Die reflektiert die Sonnenstrahlen so, dass sie bei mir unsichtbar ist. Und ein Baum direkt davor ist. Sozusagen hast du gerade auf die Baumkrone gezielt? Na, hab ich. So, Ornithologe. Ne? Ja. Also auch direkt an der Antenne sind Spawn, ne? Also direkt. Direkt. Das ist schon bitter. Da musst du einmal rangehen, reingehen. Ich glaube, das ist die falsche. Echt? Ja, wir müssen an die Satellitenschüssel da hinten. Ja, wo ist denn die dritte Satellitenschüssel? Das weiß ich nicht. Ich brauche nur zwei. Ich brauche ja nur zwei. Ja. Ach, okay. Die haben Resort hier, die. Ich dachte, das wären drei. Also markieren, Jam muss man diesen Sendemast nachher auf alle Fälle auch. Okay, ja, jetzt brauche ich nur diese Schüsseln, diese Fernsehschüsseln. Da ist. Die ist da oben mit dran, also auf dem Fußboden. Ach, das sind nur zwei? Achso, ich dachte, das sind die drei. Und die am Resort, hm. Das ist natürlich sehr frei. Wieder wie konzentriert wir sind, ne? Ja. Da hat mich einer durchs Fenster erschossen. Das kann man machen. Also müssen wir erst den Raum clearen, bevor ich das draußen mache. Wir müssen erst rein. Wo soll denn hier einer sein? Draußen ist der Scav irgendwo. Irgendwer schießt auf mich. Ich ja, ein Scav draußen. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn noch nicht. Hast du ihn? Bin mir nicht sicher, ich glaube ja. Ja, der stöhnt. Komm mal rein. Ich gehe mal nach oben. Dann holen wir uns den gleich. Da hinten hat noch was geschossen. Ich habe nichts gehört. Nachdem der gehustet hat, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Der lebt ja auch noch. Wir kriegen ihn gleich vielleicht auch nicht. Ich habe einen Safe-Schlüssel. Den ich noch nicht hatte. Ja, cool. Oh ja, Zigaretten brauche ich auch noch für diese Zigaretten-Quest. Yes. Dieses Autofeuer, ne? Wenn der Erste nicht sieht, das verzieht so die Waffe. Mhm. Ich habe ihn auf jeden Fall husten hören. Ich weiß, ob er umgefallen ist. Gesehen habe ich ihn leider nicht. Den verfluchten Helm wieder gefunden.
Hast du den Safe hier schon gemacht? Ja, ne? Im Safe war ich noch nie. Manual und GP. Ich würde dich draußen laufen, ne? Ja. Ja. Okay. Ist hier sonst irgendwas? Nee, ne? Nee. Ich werde mal nach dem Scaff gucken. Ja, ich komme wieder raus. Im Erdgeschoss hast du schon alles gelootet? Da habe ich alles gelootet. Ja, ich habe ihn erwischt. GZ, sehr schön. 127, den können wir sich mal angucken. Ich laufe mal kurz zur Satellitenschüssel, dann habe ich die schon mal. Jawohl. Oh, hier rein. Jo. Hier liegt ihr. Ich loot den nur mal kurz an, da sieht die Loot-EP. Okay. Jo. Und dann können wir ja weiter zum Resort, wa? Ich brauche immer noch 5 Scaffs, verdammt. Ach, ich hätte den lassen sollen, stimmt. Ja, egal. Nee, um Gottes Willen, ich hab den ja nicht mal gesehen, ich hab den nur gehört. Da in der falschen Stelle, also wenn man den sieht, ist klar, aber wenn man ihn nicht sieht, dann ist es, dann sollte man kein Risiko eingehen. Wenn wir von rechts kommen. Vor uns ist das Resort direkt, hinter dem Strommast. Von rechts kannst du direkt aufs Dach, also einmal hinten rum und dann kannst du aufs Dach, das ist auf dem rechten, auf der rechten Seite. Ich könnte gucken, ob ich vorne den Helikopter noch markiert bekomme. Ich muss vorne ja auch noch was machen. 14 Sekunden lang. Am Krankenwagen am Haupteingang. Also gehen wir vorne lang. Hm. Wir müssen hier gleich nur links gucken. Ich lasse die Sniper auf uns schießen. Offene Wiese mag ich immer nicht, aber laufen finde ich auch doof irgendwie. Ja, das ist immer schwer abzuwägen, ne? Ja. Links den Padweg hoch, oder? Oder hinten rum. Könnte das Sniper-Scaff gewesen sein. Das stimmt, aber der wird ja auch auf irgendwen schießen. Oder? Klingt für mich nach Sniper-Scaff. Mhm. Spieler im Resort hätten eher einen Schalldämpfer, oder? Dann würdest du hier ja nicht hören. Ja, genau. Kann man hier irgendwo hoch? Nee, musst du hinten rumgehen. Warte mal, hier könnte es klappen, oder? Ich folge dir direkt. Jo, bin oben. Hä? Ist man überhaupt nicht offen, ne? Nee, gar nicht. Hier am Zaun links rum nach vorne oder willst du jetzt hinten rum? Und durchs Gebäude durch. Ich würde hier beim Gebäude reingehen. Wo ist denn 314? Das wäre andere Seite, ne? Es kommt auf an welcher Flügel. Es gibt, die sind ja baugleich. Westwing? Ja, wo ist Westen? Hier, der hier ist Westen, glaube ich. Da wo du dran stehst, müsste Westflügel sein, oder? Du müsstest Don die Leiter da hinten hoch. Und dann ist da eine Satellitenschüssel. Oh, ich freue mich ja. Ich meine, dass es die Treppe ist. Soll ich dich begleiten?
Ja, nee, warte mal. Nee, ich komm mit hoch. Wir können zu zweit besser fighten als einer alleine. Jetzt kommt wieder ein Flugzeug. Wiederbeleben wir auch gut, ne? Wiederbeleben. Man sich wiederbeleben könnte gegenseitig. Boah, da kriegt das eine ganz komische taktische Komponente. Oh, da hinten ist wer auf der anderen Seite. Er hat sich hingelegt. Du musst tatsächlich auf die andere Seite, ne? Ja, ja, da. Hast du eine Granate? Ja, du musst tatsächlich auf die andere Seite. Fällt mir gerade ein. Wo liegt er da? Hinten links am Ausgang, da an der Tür. Entweder ist er tot oder er hat sich nur hingelegt. Okay. Ich bin tot. Von wo? Weiß ich nicht. Oh nein. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob er das war. Ich hab wen laufen hören. Oh Gott, hier guck die Kiste bei mir. Der Flex 11. Das ist genau an der Seite, das war mein Fehler. Gut, wir werden den voll in die Arme gelaufen, ne? Das ist richtig. Die Frage ist, wo willst du jetzt hin? Weiß ich auch noch nicht so richtig. Hier war ich noch nie drin. Hier gehe ich erstmal rein. Oh, ist das scheiße. Oh. Ich weiß auch nicht, ob. Ja. Vielleicht ist so eine Dingskiste. Hm. Stickers. Nee, doch nicht, sah so aus. Als wäre da eine. Da ist so ein Taschen auf der Ecke. Guck mal um. Ach, da unten. Oh, ich komm da hoch und sehe da hinten einen Typen, ey. Den hätte ich beim ersten Schuss haben müssen. Ja, ich habe ihn auch getroffen, aber ist nicht umgefallen. Ich weiß nicht, was der für fünfmal Klamotten hat. Wo kann ich ihn raus, damit es jetzt schnell geht? Lighthouse. Versuch's doch noch. Da hochgehen, wo die sind, meinst du? Halle? Manchmal hast du die bestesten Ideen. Verrücktesten. Das läuft ja heute schon wieder. Mega. Dann laufen wir mal einen kleinen Bogen. Ich könnte auch am Haupteingang vorne das Ding markieren beim Resort, aber irgendwie. Das wäre ja auch meine Idee gewesen. Hätten wir das gemacht, hätte er uns wahrscheinlich nicht gekriegt. Hätte er uns von oben erschossen, na klar. Ich hätte da 15 Sekunden regungslos liegen müssen. Kann ich mich hier schon mal in Ruhe wieder vorbereiten. Ich bin schon auf dem Rückweg und es kann sich nur um Minuten handeln. Die Zeit, die du brauchst, war nicht so hektisch. Ich würde mich freuen, wenn du wenigstens rauskommen würdest. Oh, hier ist aber sehr offen. Mich hat er wahrscheinlich gekriegt, ich hätte mit dir runtergehen sollen. Ich wollte ein bisschen Rückendeckung geben und dann einen Schuss, Feierabend.
Es ist, dass man nicht in Bewegung bleibt. Es ist aber witzig, in Anführungsstrichen witzig, wie oft du, also ich glaube prozentual würde ich sagen, gehst du 90% unseres Weges immer vor. Und in dem Moment bin ich vor die Treppe runtergegangen. Das heißt, ich darf nicht mehr vorgehen? Doch, wenn du vorgehst, dann... Ich darf nicht mehr vorgehen. Nein, du bist ja nicht vorgegangen und dadurch gestorben. Ja. Du musst also vorgehen. Ich muss vorgehen, okay. Beide in einem Lauf markieren? Ja. Die sind schon tot, wa? Nee. Sah so aus. Die sind schon tot. Zieh mal den Ton eben an. Hier unten wird irgendwo geschossen. Da schießt. Au! Oh. Ich sehe ihn nicht mal. Er liegt da auf dem Stein, das ist sehr gut geplant. Alter, will der mich verarschen? Natürlich. Bauch weg. Von dem Scheißen. Arm weg, Bauch weg. Da lag der noch, aber ich habe die Textur von ihm auch nicht gesehen. Ich habe nur das Feuer gesehen. Ja, genau, ich auch. Weil genau da war der Baum vor. Aber er sieht mich natürlich sofort. Ich würde es erst den Bauch machen müssen. Den Bauch kann man nicht machen, oder? Doch, kann ich. Ich dachte, den kann ich gar nicht herstellen. Okay, jetzt hört er schon auf zu schreien, weil du schnell. Propital, ja, ich habe Propital, genau. Zeit habe ich eigentlich noch. 25 Minuten. Ja. Zeit ist genug. Daran wirst du nicht scheitern. Vielleicht gehe ich ja nochmal hoch zum Wieso und gehe nochmal zur Antenne, wenn die weg sind. Mach das ruhig. Ich will die Gruppe eben verlassen und dann einmal die Scaff-Runde nutzen. Mach mal. Leider nichts zu trinken mit. Das ist natürlich ein bisschen böse, ne? Ach, das wirst du schon überleben. Penner. Jetzt hast du ihn. Ja. Das war die Rache. Oh, schießen, ist sie, was du mit dem Trinken meinst. Ja. Das ist so eine Sache, wenn man noch rauskommen will, weißt du? Weil du in den Bauch geschossen worden bist. Ja. Ja, du musst jetzt entscheiden, rauskommen. Oder nochmal hoch. Die schießen noch irgendwie so. Das musst du echt versuchen rauszukommen. Nimmst du die EP mit? Wir müssen ja eh nochmal hin. Hab doch deinen Scaff getötet. Ach, das Plätschern von Wasser ist so schön.
Komm schon, lass hier mal was zu trinken drin sein. Oh, PST-Muni, kannst du behalten. Was zu trinken? Oh, T-Muni, weiß ich nicht. Was ist T-Muni? Ist sie gut? Nee. Nee, ne? Mit einem B, glaube ich, ist gut. Immer mit einem B oder eine möglichst lange Bezeichnung. Ja. Überleben wir. So eine Runde bis zum Pass to Lighthouse. Oh Mann. Hey, da ist die grüne Farbe wieder. Das war doch ärgerlich. Wieso müssen die denn ausgerechnet dann da oben sein? Vor allem, ich komme hoch und sehe ihn noch. Schieß ihn zweimal von hinten an. Und er fällt nicht um. Ja, kacke. Das war, wo ich auf den Kopf geschossen habe. Oh Gott, mir wird schon schwarz vor Augen. Kann man es irgendwie unterdrücken? Irgend so ein Mittelchen, was ich da noch habe? Bitte? Ich hab ein Problem. Heavy bleeding, yo. Vital rein. Ich glaube, habe ich noch eins? Habe ich nicht mehr. Adrenalin. Alles, was ich habe. Rennt bei dir noch einer rum oder ist das bei mir? Ne, ist bei mir. Bei dir. Hast du irgendwas zu trinken, Kollege? Ich muss das Backpack besuchen. Hm. Aber das kann ich, glaube ich, auch gebrauchen, ne? Warte mal. Oh Mann. Oh, du machst es aber auch wirklich spannend. Der zweite hat kein Backpack. Aber ein großes Rig. Pineapple. Blutest du noch? Hä? Ich hab nur was getrunken. Ich meine, ob du noch blutest. Möglicherweise. Nö. Nö. Ich hab eine Fraktur am Arm, aber das ist ja nicht so schlimm. Nur schwerst verletzt. Okay, dann sieh zu, dass du rauskommst. Bist ja gleich da. Ja, was kann ich denn dafür, dass ich da auf zwei Scavs und die schießen sofort? Oder waren es drei? Ich weiß nicht mehr. Ich habe zwei gezählt. Ich glaube, der eine hat sich zwischendurch nur hingelegt und dann... Boah, die Sicht ist auch so fies, die du hast. Geht. Ich hab mir eben alles an Drogen reingeballert, was ich dabei hatte. Ich brauch, denk dran, ich brauch gleich... Erst von einem Auto überfahren worden. Ich brauch gleich noch dieses Zeug, wie heißt das nochmal? Propital muss ich mir neu kaufen. Krass, dass du es ausgeschafft hast. Noch nicht. Das war schon knapp. Es war wirklich knapp. Holla, lieber Hitfee, dankeschön. Eieieiei. Da hätte ich fast noch den Löffel abgegeben. Ich bin froh, dass du das auf Video hast. Das würde sonst keiner glauben. Das
Halb tot, noch ins Ziel gerobbt. Aua. ...2300 EP, den Sniper und zwei Skiffs, ja, okay. Cool. Eieiei. Wenn ich das Grizzly jetzt benutze, ist der Bruch auch weg, oder? Oder muss ich das in den nee. Extra heilen? Muss ich extra heilen? Extra. Na gut, das ist nämlich doof, wenn man es vergisst. Oh, ich sag auf jeden Fall mal an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wie ich schon sagte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mittwoch streamen wir übrigens immer live, falls ihr Bock habt. Guckt rein ab 19:30 auf YouTube, spätestens manchmal auch schon 19 Uhr. Wenn ihr die Glocke aktiviert, erfahrt ihr es genauer. Bis dahin. Tschüss. Ciao.